Bist du Christ oder doch noch nicht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte in diesem Video kurz und bündig auf eine Aussage einer E-Mail eingehen, die ich vor ein paar Tagen erhalten habe. Die Aussage darin war, Zitat, deshalb nennen wir uns auch nur Nachfolger und nicht Christen. Christ ist gleich Gesalbter und da würde ich mal daran zweifeln, ob wir alle bereits Gesalbte sind. Zitat Ende. Nun, im Grunde genommen ist nichts Verwerfliches an dem Ausdruck Nachfolger. Jedoch fehlt an und für sich der begleitende und heilsversprechende Name dahinter, und zwar Jesus. Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Trotzdem ist diese Aussage mehr als fragwürdig. Warum? Jener Mensch schreibt, dass er daran zweifle, ob jeder Gläubige gesalbt wäre. Nun, wenn wir von einer wahren Neuzeugung im Geiste ausgehen, das heißt von einem wahren Gläubigen ausgehen, der eine Gesinnungsänderung durchlebt hat, dann ist er ein Gesalbter. Ja, deswegen wird der Heilige Geist unter anderem auch als die Salbung identifiziert. Das lesen wir in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 27, denn dort heißt es, und was euch betrifft, so bleibt die geistige Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, dauernd in euch. Ja? Sicher, der eine wandelt stärker im Geist, der andere weniger, aber alle sind gesalbt worden, außer eben jene, die unechte Christen sind. So heißt es in 2. Korinther Kapitel 13, Vers 5, macht an euch selbst die Probe, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder könnt ihr nicht an euch selbst erkennen, dass Jesus Christus in euch ist? Da müsstet ihr ja unbewehrt oder andere Übersetzung unechte Christen sein. Die Aussage, also die obig genannte Aussage, würde also nur dann stimmen, wenn wir entweder von falschen Christen oder von Weltmenschen ausgehen. Gehen wir aber von einem wahren neugeborenen Menschen aus, dann ist er ja gerade deshalb ein Christ, weil er die Salbung empfangen und eine neue Schöpfung in Christus Jesus wurde, weil er den alten Menschen abgelegt hat. Wer also von der geistlichen Speise kosten durfte, trägt den Namen Christ, denn er ist in Christus und Christus in ihm. Ja, da gibt's nichts dran zu zweifeln, allerhöchstens dann, wenn man sich bewusst ist, dass eine Zeugung von oben bisher ausgeblieben ist. So heißt es auch sehr eindringlich in Römer Kapitel 8, Vers 10. Wohnt dagegen Christus in euch, so ist euer Leib zwar tot um der Sünde willen, euer Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Oder auch Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit. Ja? Gesalbt durch den Gesalbten. Wer aber zweifelt, so heißt es in Jakobus Kapitel 1, Vers 6, nur bitte er im Glauben, ohne irgendeinen Zweifel zu hegen. Denn wer da zweifelt, der gleicht einer vom Wind getriebenen und hin und her geworfenen Meereswoge. Oder auch Römer Kapitel 14, Vers 23, wo es heißt, wer dagegen ist, obwohl er Bedenken hegt, der hat sich dadurch die Verurteilung zugezogen, weil er nicht aus Glauben gehandelt hat, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Die ein oder andere Zunge behauptet auch, dass das Wort Christ oder Christen ein ausgedachter Ausdruck wäre, was aber auch hier wieder komplett an den Haaren herbeigezogen ist. Meist kommt so eine Aussage eben von den Leugnern, den eingeschlichenen Brüdern, die ohnehin den neuen Bund und den neuen Mittler Jesus Christus verleugnen. Das heißt, jeder, der von der geistlichen Speise kosten durfte, hat das Licht, die Gnade, das Wort Gottes, den Samen in sich aufgenommen. So heißt es in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 6, und ihr seid unsere und so auch des Herrn Nachfolger geworden, nachdem ihr das Wort trotz schwerer Leiden mit der Freudigkeit angenommen hattet, die der Heilige Geist wirkt. Oder auch 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, deshalb sagen wir auch Gott unablässlich Dank dafür, dass ihr nach Empfang des von uns gepredigten Gotteswortes es nicht als Menschenwort angenommen habt, sondern als das, was es ja in der Tat ist, als Gottes Wort, das sich nun in euch, seitdem ihr gläubig seid, auch wirksam erweist.
Nachfolgend auch nochmal eine kurze Wortstudie zum Strongword 5546, dem Wort Christianos. Was bedeutet dieses Wort? Es bedeutet Christ. Ja? Genauso wie es in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 16 heißt, wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Ja, als Parallelverse gäbe es dann noch Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 26 und Apostelgeschichte Kapitel 26, Vers 28. Also drei Vorkommnisse von diesem Wort im Neuen Testament. Man ist also dann ein Christ, wenn man den Willen des Vaters verinnerlichen konnte. Das heißt, wenn man jene Dinge tut, die der Herr Jesus uns aufgetragen hat, einander zu dienen. Wenn wir aber noch nach der Welt und ihren Begierden trachten, sollte man sich prüfen, ob man diese Salbung, das heißt den Geist Gottes bzw. den Geist Christi, überhaupt empfangen hat. Ja, sicher ist es, das Feuer ist von Mensch zu Mensch verschieden ausgeprägt, aber die Frucht macht sich trotzdem durchaus ersichtlich oder bemerkbar. Ja, logisch, der eine wandelt stark im Geiste, der andere weniger stark im Geiste. Der eine bringt mehr Frucht, der andere weniger Frucht. Aber jeder arbeitet bzw. dient dem Herrn Jesus Christus und ist im Weinberg tätig. Wer also den Sohn Gottes aufgenommen hat, ist ein Gesalbter. Wer den Samen, das Wort Gottes in sich wirken lassen hat und die geistliche Veränderung durchlebt hat, der ist gesalbt. Als Christ verherrlicht man Gott in diesem Namen. Ja, wie es hier in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 16 heißt. Ja, als Christ verherrlicht man Gott in diesem Namen. Welchen Namen? Im Namen Jesus Christus. Denkt an diese Stelle vielleicht mal an das Weizenkorngleichnis. Dadurch, dass Jesus, der Sohn Gottes, gestorben und wieder auferstanden ist, bekamen wir Anteil an seinem Geist. Welchen Geist? Dem Geist des Sohnes, den Geist Christi. Das heißt, der Name Jesus, das Siegel bzw. die Salbung, welche in uns ist, welche bezeugt, dass man von oben geboren wurde. Ja? Johannes Kapitel 12, Vers 24 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und er stirbt, so bleibt es für sich allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht. Ja, ein wunderbares Gleichnis in Bezug auf den Herrn Jesus Christus als das Weizenkorn und die reiche Frucht in Bezug auf die Nachfolger Jesu. Ja, Frucht, das heißt viele Nachfolger Jesu, die ebenso befugt sind im Geiste, den Willen Gottes zu tun, und zwar dass einer dem anderen dient bzw. höher schätzt als sich selbst. Ein Leben in der Nachfolge in Wort als auch Tat. Ja. Und das war's auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken bzw. eure Erkenntnis erweitern und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4,4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao.